Unser offizieller Ärmelpartner, die neue Mayo Feinkost, präsentiert die heutige Pressekonferenz. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Eintracht Norderstedt. Morgen Samstag, 14 Uhr, hier auf der Lohmühle. Ich begrüße Lukas Pfeiffer und Felix Trinkgut, die gleich für eure Fragen zur Verfügung stehen, und eröffne wie üblich mit meinen personellen und organisatorischen Hinweisen. Organisatorisch sieht es so aus, dass Stand jetzt für morgen 2041 Karten verkauft sind. Steuern also hoffentlich Richtung 3000er Marke. Ansonsten Abläufe rund um das Spiel wie gewohnt. Steueröffnung eine Stunde vorher. Personell sieht es auch gut aus. Felix ist, wie ihr seht, morgen wieder mit dabei. Vjekoslav Taritaš ist auch wieder im Kader, hat seine Verletzung überstanden. Und Erik Gründemann ist heute auch wieder ins Training eingestiegen, wird morgen allerdings noch nicht zum Kader zählen, sodass verletzungsbedingt dann nur Mats Faklam weiterhin fehlen wird. Ja, so viel dazu. Dann der Herbstmeistertrainer, Lukas, wie ist denn die Woche gelaufen, nachdem das erste Zwischenziel sozusagen erreicht wurde? Ich vermute, es hat keine ganz große Rolle im Training gespielt, oder? Hallo erstmal. Glaube, ich bedanke mich trotzdem kurz, aber das kann ich ja gleich weitergeben an die Jungs, die eine gute Hinrunde gespielt haben bisher. Wir wollen das Ganze morgen abrunden. Gab jetzt, oder beziehungsweise anders, wir haben das jetzt nicht zum Anlass genommen, eine kleine Fete zu machen, sondern wir haben noch andere Ziele und die wollen wir unbedingt erreichen. Deswegen haben wir diese Woche auch nochmal ein bisschen was abgearbeitet im Training. Vor allem haben wir aus dem Jeddelo-Spiel so ein paar Lehren gezogen. Wir haben viele Hereingaben gehabt in die Box, wir haben viele Standards gehabt und haben am Ende da wenig Zählbares mitgenommen. Deshalb haben wir da schon versucht, den Fokus gerade Anfang der Woche dann draufzulegen, haben mit ein bisschen Videobild gearbeitet und haben es, wie gesagt, auf dem Training, auf dem Trainingsplatz dann trainiert. Die Jungs haben das auch super angenommen. Ist jetzt auch nicht so, dass wir die Welt da neu erfunden haben, aber manchmal sind so kleine Piekser ganz gut, nochmal auf ein paar Richtungen und ein paar Dinge aufmerksam zu machen. Und ja, das haben wir echt gut abgearbeitet. Seit gestern sind wir dann in der Gegnervorbereitung auf Norderstedt. Uns erwartet natürlich schon hier ein guter Gegner morgen, der, glaube ich, in den letzten 6 Ligaspielen nur 1 verloren hat. Also die haben sich jetzt auch richtig gefunden und punkten regelmäßig. Und deswegen müssen wir da schon morgen mit allen eine sehr, sehr gute Leistung auf den Platz bringen, damit am Ende auch wieder Punkte dabei rumkommen. Den Norderstedt-Experten haben wir gleich neben uns. Felix, du hast jahrelang da gespielt, hast viele Freunde, Bekannte und sogar Verwandte rund um die Eintracht. Fit bist du auch wieder. Wie sieht so die Gefühlslage aus vor diesem Spiel gegen die alten Kameraden? Okay, gut. Gut. Also ich freue mich natürlich erstmal wieder bei der Mannschaft zu sein und fit zu sein. Und ja, dass ich natürlich jetzt am Samstag ein paar Freunde aus Norderstedt treffe. Das ist ein schöner Nebeneffekt, aber das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Aber ich weiß auch, wie Norderstedt spielt. Ich habe auch jetzt in der Saison mir ein paar Spiele von denen angeguckt und kann das eigentlich nur so bestätigen, dass da ein guter Gegner kommt, der sehr spielerisch ist und dass wir ja schon 100% an den Tag legen müssen, um da dann auch die 3 Punkte hier lassen zu können, zu wollen. Dann eröffnen wir die Fragerunde. Jürgen? Jürgen Rönnau macht den Anfang. Ja, Lukas, du hast gesagt, ihr habt ein paar Dinge geübt in Richtung Box. In welche Richtung tendierst du denn, in der Nähe der Box zu spielen? 2 Stürmer, 1 Stürmer, kein Stürmer, 3 Stürmer? Ja, mindestens 1 Stürmer wäre schon mal gut. Wir können natürlich auch aus unserem, Grundsystem das ja ein bisschen variieren, eine Variante spielen, dass wir eben einen der Außenspieler oder vielleicht auch beide reinziehen,
Dann hat man automatisch auch wieder direkt mal ein, zwei Spieler mehr, die auch direkt einlaufen können. Aber am Ende des Tages haben wir uns vor allem mal über Timing unterhalten, über Räume, die wir besetzen wollen. Da geht es dann gar nicht mal drum, welche Position man spielt, sondern dass man eben auch so gewillt ist, wirklich da mit der Flanke das Tor zu machen. Da haben wir in Jeddelo und vielleicht auch mal in der Woche davor viel liegen lassen. Und deswegen ging es dann vor allem eher darum. Aber wir haben jetzt, glaube ich, auch gemerkt, dass die zweite Spitze uns gut tut als Variante. Ob wir das dann morgen von Anfang an machen, müssen wir mal schauen. Aber wir haben das auf jeden Fall für uns positiv mitgenommen und ich glaube, dass uns das auch nochmal eine neue Facette gibt, dass wir eben vielleicht dann entweder auf den Gegner von vornherein oder auch im Spiel nochmal reagieren können. Welche Rolle spielt Felix dabei? Der hat starke Spiele hier gemacht, dann fiel er lange aus. Könnte jetzt gleich wieder mitmischen. Kennt die Jungs ja alle. Könnte er. Entscheidung liegt dann am Ende bei mir. Wir kommen jetzt gerade vom Abschlusstraining, finales Wort fällt dann gleich im Büro. Felix hatte eine gute Woche, hat sich gut präsentiert, also hat sich da absolut empfohlen für einen Startelf-Einsatz. Wir freuen uns auch alle, dass er wieder da ist. Er hilft uns nicht nur in der Offensive mit seinen Scorern, sondern auch einfach durch seine Art und Weise, durch seine Mentalität. Will immer gewinnen, ist auch defensiv ein super Anläufer, haut immer alles raus und lässt sich zur Not mal 5 Minuten früher auswechseln, wenn es nicht mehr geht. Und genau so muss das sein. Deswegen freuen wir uns erstmal, dass er wieder da ist. Wie sieht es ganz hinten aus? Du sagst, Erik ist wieder dabei, zumindest im Training. Auf der Bank wird Barkmann sitzen, nehme ich an. Mhm. Die Situation insgesamt bleibt jetzt so oder ändert ihr nochmal irgendwas in der Torwartfrage? Ja, bis zum Winter bleibt das jetzt erstmal so. Auch da sind wir natürlich froh, erstmal für Erik, dass er wieder gesund ist, dass er wieder trainieren kann. Muss natürlich noch ein bisschen reinkommen nach der längeren Pause. Also da ist dann Torwart- und Mannschaftstraining doch nochmal ein bisschen was anderes als so Reha-Bereich. Und deswegen kriegt er auch die Zeit, um wieder ranzukommen. Und so wie wir Erik kennen, würde er das auch machen und wird auch relativ schnell dann wieder dabei sein. Ansonsten alle fit? Was sind Polido, der war angeschlagen in der Woche? Ist er dabei oder ist er nicht dabei? Polido ist auch dabei, hat jetzt am Anfang der Woche ein bisschen pausieren müssen. Hat da ja so eine kleine Geschichte schon länger mit sich rumgeschleppt. Da haben wir uns mal ein paar Tage Zeit genommen, das auszukurieren. Ich glaube, dass das gut funktioniert hat. Die Trainingseinheiten, die er dann noch mitgemacht hat, also vor allem gestern und heute, war er sehr spritzig, war voll auf der Höhe und auch der hat sich natürlich dann nicht nur durch sein Tor in Jeddelo, aber eben auch durch seine Trainingsarbeit jetzt in den letzten 2 Tagen für einen Startelf-Einsatz empfohlen. Ganz speziell Norderstedt, was für Erinnerungen hast du an Norderstedt? Was verbindest du mit Spielen gegen Norderstedt? Ja, wir haben jetzt letztes Jahr 2-mal gegen sie gespielt. Haben wir beides knapp gewinnen können. Ich erinnere mich an umkämpfte Spiele, an auch knappe Spiele. Wir haben, glaube ich, hier zu Hause auch zurückgelegen und haben es dann hinten raus noch drehen können. Ich kenne sie so, dass sie einfach auch einen guten Ball spielen, dass sie viel Erfahrung in ihren Reihen haben, dass sie viele Facetten mitbringen. Also sie haben mit Lüneburg einen kopfballstarken Stürmer. Sie haben mit Zart einen wirklich guten 1-gegen-1-Spieler auf dem Flügel, der auch dieses Jahr schon viele Scorer gelandet hat. Sie haben mit Cemal jemanden, der auch gerne mal einen Ball festmacht und gute Schusstechnik hat. Sie haben gute Standards, also bringen viel mit, müssen wir sehr aufmerksam sein. Aber wir haben auch viele Waffen im Repertoire und die wollen wir natürlich auch einsetzen. Ich nehme an, Cemal bringen Sie mit, aber der wird nicht spielen, der war krank, glaube ich. Bis zu Weihnachten habt ihr noch ein paar Spiele. Was ist die Vorgabe? Wie viele Punkte sollen das werden bis Weihnachten noch? Na, idealer. Sag mal, zack. Idealerweise jetzt erstmal 3 gegen Norderstedt. Also wir haben uns häufiger dieses Jahr schon über Ziele und Ausblicke und so weiter unterhalten. Und das, was halt zählt, ist einfach das nächste Spiel. Der Fokus muss nur auf dem nächsten Gegner liegen. Im Training, in der Vorbereitung, auch bei einer Aufstellung, da geht es nicht drum, wer in 3 Wochen vielleicht fit sein müsste oder nochmal gebraucht wird, sondern am Ende zählen dann die Spiele, die man vor der Brust hat und deswegen, wir haben jetzt keine englische Woche, deswegen können wir da voll auflaufen und einfach mit unseren besten Spielern hier und dann auch nochmal mit den Jungs, die reinkommen, alles raushauen für 3 Punkte. Merci, dann zu dir, Felix.
Wie fit bist du? Bist du einsatzbereit von der ersten Minute an oder willst du lieber reinkommen, müssen gucken noch und dann den Gas geben oder wie stellst du dir das vor? Ich bin für alles bereit. Also ich habe natürlich auch mit dem Trainer schon ein bisschen gesprochen und kann auch nur sagen, dass ich trotzdem fit bin, also auch wenn ich jetzt 3-4 Wochen raus war. Aber so an Konditionen hat es eigentlich bei mir jetzt noch nie gemangelt. Genau, also ich nehme es so an, wie es morgen kommt und werde natürlich 100% geben. Und wie Trainer auch schon gesagt hat, wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, würde ich natürlich den Arm heben. Aber genau, also ich habe da keine Richtlinie oder irgendwie eine Zahl im Kopf, wo ich sage, so lange kann ich durchhalten. Stichwort Kondition, du bist doch ein Marathonläufer, ne? Was war deine Zeit und wie wäre die jetzt? 3,41 glaube ich war es und boah, schwer. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich genauso irgendwie in dem Dreh jetzt noch. Nächstes Jahr in Lübeck schneller, ne? Gibt es hier einen? Ja. Echt? Okay. Nee, den mache ich nicht. Das war dann doch zu viel und ich muss sagen, das verschiebe ich dann auf nach die Fußballkarriere. Okay, das kann auch noch ein bisschen dauern, die Fußballkarriere. Norderstedt kennst du wie wahrscheinlich keiner von denen hier. Wie sind deine Informationen jetzt? Wie sind deine Drähte in der Woche? Du hast gesagt, du bist da, du hast Spiele gesehen. Vor wem warnst du besonders? Also ich glaube, wir haben da schon eine ganz gute Analyse auch gemacht, was Norderstedt so auszeichnet. Von Elias Saad, muss ich sagen, halte ich halt auch sehr viel. Ja, ein super 1-gegen-1 Spieler. Aber man darf, glaube ich, keinen da groß unterschätzen, weil so Jan Lüneburg im Sturm, der hat die Erfahrung und auch die Strafraumpräsenz, der macht dann halt auch seine Tore in der Saison. Ja, und ich glaube, mit dem Trainerwechsel kam das denen jetzt auch nochmal zugute, dass sie sehr, sehr spielerisch geworden sind oder noch weiter oder noch mehr als zuvor. Und ja, ich glaube, das leben die auch komplett, dass die halt wirklich jeden Ball von hinten rausspielen wollen. Und ich glaube, da haben wir, wie gesagt, eine ganz gute Analyse gemacht. Aber das ist, glaube ich, auch ein Kollektiv. Also bis auf jetzt Elias Saad, den man vielleicht mal ein bisschen herausheben müsste, ist es einfach als Mannschaftsleistung. Du hörst ja viel aus Norderstedt. Was erzählt dir denn Onkel Renald so von NFV und so von solchen Geschichten, von den theoretischen Sachen aus der Regionalliga? Ich habe alle Insider-Informationen. Nee, Spaß. Ich habe ehrlich gesagt mit Renald lange nicht gesprochen. Vielleicht erzählt er mir an Heiligabend nochmal irgendwas Neues, aber ich glaube, das letzte Mal habe ich ihn, weiß ich nicht, an Ostern gesehen. Also so gesehen, man ist zwar im Austausch ab und zu, aber dann sprechen wir nicht über solche Dinge. Andere Frage, eher auch theoretisch. Norderstedt ist Schleswig-Holstein, spielt aber im Hamburger Fußballverband. Mhm. Ist das ein Vorteil für Norderstedter Talente, dass sie da irgendwie einen besseren Weg haben, einen schnelleren Weg haben? Zum Beispiel vom HSV oder Pauli besser gefördert werden, näher rankommen, du warst auch bei Pauli. Kannst du das vergleichen, wie das wäre, wenn Norderstedt in Schleswig-Holstein angesiedelt wäre, wo es geografisch hingehört? Ich glaube, das wird keinen Unterschied machen. Also habe ich jetzt noch nie drüber groß nachgedacht. Ich glaube, St. Pauli und HSV haben auch ein Scouting-Netzwerk, was ein bisschen weiter geht. Und ich glaube, ob jetzt Norderstedt oder Schleswig-Holstein angesiedelt ist oder doch in Hamburg, das spielt da, glaube ich, keine Rolle. Also ich glaube, ich würde da keinen Unterschied machen. Dann nochmal eine Frage zur Lohmühle. Du bist relativ schnell zum Publikumsliebling hier mit geworden. Deine Art zu spielen, wie du auf die Leute zugehst, wie du vor der Kurve bist. Merkt man das? Kriegst du viel Resonanz? Wie sehr pusht dich sowas? Das ist natürlich schön zu hören. Habe ich so jetzt noch ehrlich gesagt gar nicht groß wahrgenommen. Ich kann es ja nicht vergleichen mit anderen Spielern, weil ich nicht weiß, wie die Fans zu den anderen Spielern stehen. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich so ein Feedback bekomme. Und ich denke, das versuche ich dann auch irgendwie mit der Leistung auf dem Platz wiederzuspiegeln und dass ich dann halt sozusagen mich ja auf dem Platz für den Verein, ja, das heißt Opfer, aber halt Gas gebe und alles in die Waagschale werfe und dass es dann so gut ankommt, freut mich natürlich. Viel Erfolg für morgen. Dankeschön. Danke, Jürgen. Stefan Russau schüttelt den Kopf.
dann sind wir mit One-Man-Show, Jürgen, danke dafür, sind wir durch. Dann sehen wir uns morgen hier im Stadion. Danke Felix, danke Lukas. Bis morgen hier gegen Norderstedt. Und tschüss.